So, da sind wir jetzt in dem Part, in dem Vic einen auf die Fresse kriegt. Zumindest früher oder später, je nachdem, wie lange ich brauche, wie viele Rennen ich gegen ihn brauche. Und mal schauen, was der für uns parat hat. Oh, wieder zwei Sprintrennen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Alle jeweils 2 Minuten. Sollten wir eigentlich hinkriegen mit unserem Wagen. Also, wenn er sich so dullihaft wie der Blacklist-Fahrer auf der 14 anstellt, also vor uns auf Platz 14, dann sollten wir gute Chancen haben. Aber sein Auto war ziemlich gar nicht mal so scheiße, ne? Das sah ziemlich nice aus in dem Trailer. Mal kurz warten. Da steht ein fettes Auto auf der Straße. Naja, da ist er. Ja, er prollt rum. Ignorieren wir ihn einfach. Ist scheißegal. Ist ja erlaubt. Erstmal Donuts. Oh, den übersehen wir einfach. Der jetzt da voll crazy angecruised kommt. Und weg sind sie. Gut, dann schauen wir mal, was Vic so drauf hat. Erstmal noch Nitro vorne setzen. So. Ja, die Kopf sind einfach weggeploppt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ich denke, die werden früher oder später noch auftauchen in dem Rennen. Erstmal hier konzentrieren, was Vic so drauf hat. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass der jetzt wieder eine Schippe draufgelegt hat und nicht so einfach sein wird wie. Den habe ich wieder vergessen. Wer hat mir den Vorblick? Test, so ist der genau. Nein, lass die nicht vorbei. Du darfst ja nicht vorbei. Du musst hier bleiben und den Ballrock besiegen. So, also, lass dich mal weiterfahren. Boah, die Location gefällt mir leider nicht hier. Diese Innenstadt-Scheiße mit den Kreisverkehren und allem. Und so viele Laternen und ich alle mitnehme. Und die Esco, er baut die Esco auch noch ein, Alter. Habt ihr euch alles eingebaut in das Rennen, was ich hasse? Das merken die sich, glaube ich, ne? Ah ja, da ist der dreimal gegen die Wand gefahren, sogar in einem Zug. Also, das bauen wir jetzt in jedes Rennen ein. Damit der möglichst verkackt und das Spiel verbrennt. Dann noch diese Scheiße hier, wo man bei jedem Fehler stehen bleibt, wenn man diesen Säule da trifft. Was schon mal passieren kann. Wow, was ist das denn? What the fuck? Wie ist das denn jetzt passiert? Erklärt mir das mal bitte einer? War da irgendwas auf dem Boden, was ich gesehen habe? Wow! Minus 0,01 Sekunde, das ist natürlich geil. Wenn ich das hier besser anstelle, dann kann ich auch wieder ein paar Millisekunden gut machen. Nicht über Dreck fahren. Hier habe ich wenigstens ein bisschen gerade Strecke. Bitte kein Auto, bitte kein Auto. Gut. Aber ich merke gerade, auf geraden Strecken zieht der auch ordentlich an. Wieso holt der mich so auf, Alter? Der ist ohne Nuss, ist der schneller. Fuck. Oh nein, oh nein. 74%, es ist knapp. Es ist richtig knapp. Oh nein, er ist vor mir. Nein, bitte nicht. So, war der da? Das wäre ich volle Möhre dagegen gebettet wahrscheinlich. Alter, wie der einfach... Boah, ey. Das ist ja nicht normal. Ich muss... Alter, das geht nicht. Nein, boah, das ist diese Ecke hier. Ich muss voll Risiko gehen jetzt. Oh, Taxi, nein! Nein, 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 perfekte Scheiße! Ich fahre nie wieder in meinem scheiß Leben im Taxi. Aus diesem beschissenen Grund. Hätte dieser Pisser da nicht gestanden mit seinem verfickten Taxi. Er hätte sich wahrscheinlich sogar noch knapp gewonnen. Naja, machst du nichts dran. 3 Minuten meines Lebens verloren. Ist ja nicht so schlimm. Dann bis gleich an derselben Stelle. Wenn da wieder ein Taxi steht, dann haue ich meinen Fernseher zusammen. Alles klar, bis gleich. Ciao.
Yes! Hui! Das, obwohl ich gegen einen dieser dummen Mittelsäulen gefahren bin, wovon ich am Anfang des Rennens geredet habe. Mann! Das habe ich aber rausgeschnitten, deswegen habt ihr es nicht gesehen, aber trotzdem. Das war übel. Aber dennoch war es halt machbar. Jetzt hoffe ich, dass das zweite Sprintrennen nicht so kacke durch die Innenstadt geht, weil sich so... überall so viele Kanten sind. Mag ich gar nicht. So, zweite Rennen. Bin ich mal gespannt. Oh ja, ich sehe schon auf der Minimap, dass es wieder scheiße wird. Wir fangen sogar mitten in der Stadt halt an. Das ist doch Käse. Das ist holländischer Käse. Das geht doch nicht. Kannst du doch nicht machen. Gott verdammt! Oh, es hat eine Kurve, ey. Wie willst du dir den Perfekten nehmen? Also, wenn du nicht gerade hier ein Blacklist-Fahrer bist, der einfach perfekt in die Kurven fahren kann. Also, zu viel Kurverei ist echt schlecht für meinen Fahrstil oder halt hier für meine Auslegung oder weiß ich nicht genau wofür. Jedenfalls dafür, dass ich gewinne, sind Kurven schlecht. Wow. Ich darf nicht einmal auf die Minimap gucken, dann ist direkt vorbei, weil dann kommt entweder eine Kurve oder ein Auto ist plötzlich vor mir. Oder ich fahre Richtung Kante und dann kann er nicht mehr reagieren, das ist schon hart. Gut, ich fahre auch so gegen Wände, auch wenn ich volle Kanne auf die Straße gucke. Das war echt viel zu früh gerade. Ist aber nochmal gut gegangen, zum Glück. Das war knapper als ich gewollt habe, oder gedacht habe eher. Wollen natürlich immer irgendwas anderes. Gut, halbe Rennen ist vorbei und noch haben wir Vorsprung. Fragt sich halt nur, wie lange noch. Weil jetzt haben wir ja schon wieder diese wunderbare S-Kurve eingebaut. Also, wir haben zwei S-Kurven dieser gesamten Map. Zwei dieser scheiß S-Kurven verläuft. Alter! Und die bauen in jedes Rennen mindestens eine davon ein. Erklär mir warum. Warum? Hier bin ich gegen Sunny schon gefahren, hat mich aufgeregt, die Sau. Wer sich schon erinnert. Also, ist ja nicht normal. Also wenn man was nur macht, dann sich darüber abfuckt. Alter, warum steuert der Pisser denn jetzt so? Das ganze Rennen lief perfekt, bis auf diese scheiß Kurve. Und deswegen gewinnt der Penner jetzt. Ich kack ab. Taxi des... Boah, nee, ey. Ja, da kriegt das Kotzen dran, ey. Ja, ich muss das mal reinfahren. Ja, fick dich. Ganz ehrlich, ey, das ist so verfickt unfair. Ich hasse das, ey. Bis gleich. So, diesmal schafft man es drin, aber komm schon. Nehmen noch ein paar Bäume mit. Einfach so, weil wir es können. Wenn ich mich jetzt drehe oder irgendwas Dummes passiert, dann reiße ich die Bude ab. Jetzt kann nichts mehr passieren. Das Rennen ist vorbei. Weg, es ist vorbei einfach. Es ist vorbei, du Wichser. Ganz einfach. Gib mir dein Auto. Wehe, wenn nicht, raste ich aber aus. Ich will einfach ein neues Auto. Und zwar jetzt, bitte. Ja, geh mir aus den Augen. Will ich nicht mehr sehen. So. Wünsch mir mal Glück, Leute. Mitte. Ja! Die Karre muss besser sein. Die muss einfach besser sein. So, nehmen wir jetzt rechts oder links noch? Weil ich habe keinen Bock auf diesen anderen Krempel. Weiß ich nicht, das ist sowieso. Weiß ich nicht. Oh, nochmal Kohle, 15.000 Moneten. Das gefällt mir. Das ist richtig gut. Und wir haben den Camden Beach freigeschaltet. Sehr gut. Ich muss noch irgendwas Entspanntes machen. Oh. Blacks Nummer 12. Isabel Diaz alias Izzy. Ah. Die kann gerne mal mitfahren, verdammte Scheiße. Gegen die will ich gar nicht fahren.
Wagen, Mazda RX-8, Stärke K.O.-Rennen, was unsere Hassrennen oder mein Hassrennen ja gesagt ist. Naja. Mit Izzy sollst du dich lieber nicht anlegen. Will ich ja gar nicht, ich will eher was anderes mit der machen. Sie weiß alles über Autos und auf und abseits der Straße. Ihr Schlitten ist perfekt vorbereitet und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen den sie fährt, ist ein Cousin, Freund oder Onkel. Okay. Sie halten alle zusammen, also verschätzt sie ja nicht mit ihr. Halte ich nicht vor. Ich will mich eher beliebt bei ihr machen. Also die kann schon was. Ist zwar keine Mia, aber kann man mal machen. Ja, der Wagen ist auch nicht schlecht. Zumindest optisch. Kann ich den Wagen bitte mit Fahren gewinnen am Ende? Ich kann halt immer als Beifahrer mitfahren. Ich glaube, der Schrank hat erklärt, was passiert, wenn man die Kreuze vollert. Mist. Ich hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Ja. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Habe ich nicht vor. Und wenn, holst du mich halt wieder raus. Gut. Das erste, was wir jetzt tun, ist uns unser neues Auto angucken. Und vielleicht werden wir auch unser neues Auto direkt mal auftunen. Ich weiß nicht, was sich da mehr lohnen würde. Aber jetzt haben wir den ja quasi aufgemotzt. Jo. Der büßt zwar ein bisschen an Handling ein, hat aber dafür mehr an Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung ist 1 zu 1 dasselbe. Ich werde den mal nehmen, damit wir mal ein bisschen Abwechslung haben. Bäh, die Felge ist ja ekelhaft. Ja, ist ja ekelhaft. Das geht doch nicht, du. Und mit dem werden wir uns jetzt mal in der Werkstatt wiedersehen. Bis gleich. So, da sind wir in der Werkstatt. Und wir schauen direkt mal, was man da jetzt an Teilen, also an Motorleistungen noch rausholen kann. Okay, den Motor Race hat er anscheinend schon drin. Da geht nichts mehr. Getriebe. Getriebe geht was. Und das werden wir noch direkt mal. Also, es ist schon das Pro-Getriebe. Ordentlich teuer. Aber was sein muss, muss sein. Fahrwerk. Warte, ich werde erstmal immer abschließen, weil das dann sieht man leider den Unterschied nicht so gut. Gut, also Leiste nochmal. Dann haben wir bei Fahrwerk. Oh, deswegen hat er das Handling nicht. So wird er mit Handling aufholen zu meinem jetzigen Fahrzeug. Ja, das denke ich ist auch ziemlich wichtig. Deswegen werde ich es mal einbauen. Fahrwerk, ja. Was? Ich will das einbauen. Genau. Weil jetzt habe ich vielleicht ein bisschen bessere Lenkmöglichkeiten, weil ich bin mit dem Wagen losgefahren und hat mir jemand gedüst. Das war sehr, sehr, sehr professionell. Den haben wir drin, der gibt es erst ab 11. Okay. Reifen. Pro war da drin, die gibt es erst ab 10. Okay. Bremsen. Racer da drin. So, minimaler Schritt nur. Aber die werde ich den mal einbauen. Vielleicht hilft das was. Das hat mir so rumschleddert. Jedes Pünktchen wird mitgenommen. Und Turbo, wenn der jetzt noch Turbo hat, dann raste ich aus. Ui. Für den kann man Turbo kaufen. Okay, die Karre lohnt sich doch um einiges mehr als unsere alte. Gut. Ich werde jetzt noch off-cam die Karre ein bisschen umgestalten. So wie mir ungefähr gefällt. Und dann sehen wir uns nächstes Part wieder. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Also wieso lenkt er denn nicht? Verfickte Scheiße, Mann, ey. Ja, kann eh neu starten schon, ey.